Ja, nach über 2 Jahren Planung haben wir jetzt endlich die Gelegenheit, hier eine kleine Ausstellung zu zeigen. Habe ich die Gelegenheit. In der Dorfmühle in Billingshausen. Billingshausen ist ein Dorf, das hat eine lange Tradition mit Malertreffpunkten und ist eine der ältesten Malerkolonien sozusagen in Deutschland. War zeitweise etwas untergegangen in den Jahren nach dem Weltkrieg, aber inzwischen hat es sich wieder etwas aufgerappelt und es finden sehr interessante Veranstaltungen hier statt. Hier und schräg gegenüber in der Kunsthalle. Viele Ausstellungen, aber auch Malerei, Workshops, Arbeit mit Kindern und ein jährliches Symposium mit verschiedenen Malern, mit 6 bis 7 Malern aus Europa, die jeweils für einen Tag einen Workshop machen. Und an einem dieser Workshops habe ich auch teilgenommen. Und mein Motiv für den Tag war die Skulptur, die vor der Kunsthalle steht. Ein Holzgerät. Das hat mich fasziniert und ich bin da rumgegangen und habe es von verschiedenen Seiten mir betrachtet und dann gemalt und etwas verfremdet natürlich. Weil wenn ich es genauso haben will wie in Natur, dann kann ich ein Foto machen. Dann muss ich nicht malen. Ja, hier sind 2 Bilder, die sind auf Lanzarote entstanden. Auf Lanzarote war ich viele Jahre, einmal im Jahr mit Freundinnen zusammen. Wir haben gemalt, experimentiert, gekocht und uns vergnügt. Und die Stimmung, die zeigt sich in den Bildern. Es sind Collagen aus Papierfarbe, Abdrücke von Netzen. Ja, also es macht Spaß, so zu spielen. Hier hängt ein Bild aus diesem Jahr, einer meiner ersten Versuche mit Ölfarbe zu malen. Das ist mir eigentlich immer zu langsam. Ich bin ziemlich ungeduldig und versuche Bilder schnell, so wie die Stimmung gerade ist, auf die Leinwand zu bringen. Aber hier habe ich mich etwas beherrscht und habe mit dem Öl gearbeitet. Und es gefällt mir ganz gut. Auf der anderen Seite nochmal Lanzarote. Auf der Terrasse in dem Haus gibt es so eine Sammlung von Knochen, Keramik, Pflanzen. Und das ist für mich immer eine Anregung, so etwas darzustellen, was ich gerade sehe. Und auch hier eine Collage mit dem Lavasand, den es auf Lanzarote ja reichlich gibt. Der ist eingearbeitet. Und gemalt ist es mit Pigmenten und Binder und eben diesem Sand. Daneben ein ähnliches Motiv und ja, etwas heiterer, glaube ich, als das mit dem schwarzen Sand. In den Tagen, wo wir auf Lanzarote sind, gibt es immer eine Stimmung von Freiheit. Wir haben nichts anderes zu tun, als zu malen, zu kochen und zu reden miteinander. Und das ist für uns sehr wichtig. Der Austausch untereinander und das Zusammensein. Und die gegenseitige Inspiration, weil einer macht etwas und dann sagt, ach, das probiere ich auch mal. Und dann gibt es so eine Serie von etwa gleichen Bildern, aber auch doch nicht gleich. Hier geht es weiter. Nochmal Lanzarote. Unter den Lavamassen, von denen die Insel ja zum großen Teil bedeckt ist,
haben sich Höhlen gebildet und in diese Höhlen kann man runtergehen und drin herumwandern. Und eine davon ist die grüne Höhle. Da gibt es ein Wasser und in dem Wasser spiegelt sich das Gestein und Moose, die entstanden sind. Ja, und der Eindruck von dieser Höhle, der ist auf diesem Bild dargestellt. Eigentlich gehört es etwas gedreht, denn es ist eine Spiegelung. Es ist der See und die Spiegelung. Aber ich finde das so irgendwie dynamischer. Hier in der Ecke ist etwas, was ich auch sehr gerne mache. Drucktechnik, und zwar eine Radierung nach zwei Zeichnungen. Und die Radierung ist ja eine Technik, man kann viele Abdrücke von einem Entwurf machen, aber eigentlich ist jeder Abdruck anders. Und das ist das, auch das Spannende daran. Jetzt geht es zu einer etwas spontanen Serie. In einem Seminar hatten wir die Aufgabe, in einem abgedunkelten Raum nach einem Film, den wir auch nur so im Halbdunkel gesehen haben, Skizzen zu machen. Schnelle, große Skizzen. Und das Thema des Films war der Tango. Ich mag Tango sehr gerne. Und die Herausforderung bestand darin, auf die Schnelle eine Situation darzustellen, die dem Tango entspricht. Der Bewegung, der Schnelligkeit und auch der Zuwendung, die Paare ja unbedingt brauchen, sonst klappt es mit dem Tango nicht. Ein Bild aus der ziemlich frühen Zeit, 1998, ein Akt, gemalt auf Karton mit Pigmenten und Binder, und der Binder ist bei Eye-Tempera, ist auch ein altes Malmittel. Die Herausforderung ist da, nicht zu viel und nicht zu wenig aufs Bild zu bringen, sodass die Stimmung irgendwie fühlbar wird. Und das ist eigentlich oft bei meinen Bildern, dass es meine Stimmung darstellt. Also nicht unbedingt ein Abbild der Landschaft oder der Figur, sondern eher ja, eine Kommunikation miteinander. Drei kleine Porträts, auch Pigment und Binder auf kleinen Leinwänden. Die Modelle waren Skulpturen vor dem Wolfenbütteler Schloss, die als Allegorien dargestellt sind und darstellen die Musik, die Literatur. Und die haben mich fasziniert. Erstmal als Fotomodell und dann als Variation habe ich nur die Gesichter versucht, so darzustellen, wie sie auf mich gewirkt haben. Jetzt kommen wir zu den neuesten Bildern aus diesem Sommer. Der Titel, also es sind Gesten, es sind keine Darstellungen von irgendeinem Objekt, sondern Gesten der Empfindung. Und dieses habe ich gemalt, das ist schwarze Acrylfarbe und farbig, auch wieder farbige Pigmente mit Binder auf einer
nur also nicht grundierten Leinwand, sodass der Ton der Leinwand mitspielt. Es ist ein ziemlich spontanes Bild und der Titel soll heißen Eruption. Das zweite, aus der gleichen Zeit, auch wieder eigentlich ungrundierte Leinwand, aber doch nochmal mit einem Farbton bedeckt aus einer Erde aus Frankreich, aus Rossignol. Und diese spontanen Striche oder Linien, die da sich als Motiv zeigen, die sind auch aus einer Geste entstanden, also nicht mit einem Vorhaben, jetzt etwas darzustellen, sondern im Körper die Bewegung und was dann auf dem Bild geschieht, das habe ich akzeptiert. Der Titel: Emotionen. Ein kleines Bild, ein Experiment mit Sand und Ruß und schwarzer Tusche. Es ist auch eine Geste, aber in diesem kleinen, beschränkten Rahmen geht es nicht so weit. Es geht über den Rand hinaus. Es ist irgendwie nicht zu bändigen. Ja, dazu kann man eigentlich gar nichts sagen. Man kann das Bild in allen möglichen Stellungen angucken, weil es offen ist. Offen für die Fantasie.